So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was Nütze. Ja, im Scherben. Die können wir doch jetzt theoretisch einschmelzen oder irgendwie sowas. Müssen sie jetzt flüssig kriegen. Badewanne. Wasser. Die einzige Stelle, wo ich Wasser gesehen habe. Ich glaube, ich kann jetzt ein wenig Matsch gebrauchen. So. Ja. Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. Ein Traum. Das klappt so nicht. Ach so, ja, Entschuldigung. Okay, einen Abdruck habe ich schon mal. Wie ging das noch gleich weiter? Hä? Ich hab doch. Okay, eine. Ach so, ja, ich weiß, ich weiß. Natürlich. Wir müssen ja erstmal das wieder brennen. Wir müssen, weil es weiß ja jeder, wenn, müsst ihr mal aufpassen, wenn bei euch Blumentöpfe oder Gartenzwerge kaputt gehen, nicht mit Wasser die Scherben in Berührung bringen. Das löst sich nämlich auf, wird sofort matschig. Das ist total logisch. Weil wir es vor dem Thema hatten. Was einmal geklappt hat? Klappt immer wieder. So. Jetzt aber. Gute Idee. Ich schütte das Gold in die Form. Jetzt hauen wir das Ding kaputt, oder? Ah ne, warte mal. Stopp. Brennt. Sonst nicht alles anzünden. Nein, noch nicht kaputt schlagen. Warum? Noch ist das Gold zu heiß. Wasser. Natürlich. Natürlich wäre. Konnte ich nur. Yippie, mein eigener Haustürschlüssel. Mein Vater wollte nie, dass ich einen bekomme. Dann hätte okay. Er dich nicht mehr einschließen können. Der Schlüssel passte ja auch zu deinem Zimmer. Ach! Was? Le was? Warum das denn? Okay, aber gut. Ja, dann. Ich bin gespannt. Rein da mit uns. Das ist wirklich mein altes Zimmer. Ich habe es endlich geschafft. Yippie. Jetzt brauche ich nur noch mein Tagebuch. Weißt du noch, wo ich es immer hingetan habe, Harvey? Seltsam. Diese Erinnerung ist immer noch vernebelt. Aber ich glaube, mit all diesen Gegenständen hier dürfte es nicht schwerfallen, ein letztes Mal in die Vergangenheit zu tempomorphen. Au ja. Wir verstecken das Tagebuch dann einfach irgendwo, wo ich es hier finden kann. Oder wir gucken einfach gleich hinein. Noch besser. Worauf warten wir noch? Los geht's! Na dann, halt dich fest! Tempomorph activated! Kawushistan! Ich kann es einfach nicht fassen. Was mache ich nur verkehrt? Geh schon gleich. Dem armen Alfred einfach eine Eidechse in den Kragen zu stecken. Habe ich dich so erzogen? Richtig. Ich erinnere mich daran. Mein Vater hat mir Hausarrest gegeben. Als wenn uns diese Tür jemals aufgehalten hätte. Uns interessiert nur das Tagebuch, Harf. Herr Konrad! Herr Konrad! Na toll. Trottelalarm. Was ist denn, Alfred? Oh Mann. Bestrafen Sie Edna jetzt? Das hatte ich gerade vor, ja. Sie muss besonders hart bestraft werden. Das Ungetüm hat in meine Schulter gebissen. Ich werde vielleicht nie wieder die Fiedel spielen können. Du kannst dir sicher sein, dass die Bestrafung angemessen ausfallen wird, Sohnemann. Schön wär's. Mein Vater sagt, ihre disziplinären Maßregelungen zur Zähmung dieses überdrehten Wildfangs Danke. Sind höflich ausgedrückt unzureichend. Sagt er das also? Nächstes Mal sollten wir einen Skorpion nehmen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne persönlich Wache schieben. Nur um sicherzugehen, dass das Ihr zugewiesene Strafmaß eingehalten wird. Nur zu. Und jetzt komm raus hier.
Diese kleine Mistkröte! Ignorier ihn einfach. Lass uns lieber das Tagebuch finden. Moment mal. Ist das jetzt vom Spieler ein kleiner Fehler gewesen? Falsch synchronisiert oder sonst irgendwas? Oder hat er jetzt echt gesagt zu Alfred Sohnemann? Ist das unser Bruder? What the fuck? Jetzt wird's aber lustig hier. Ich muss deswegen so machen wegen dem hier, der depressive Clown. Wie hieß das Spiel irgendwas mit World? Keine Ahnung, ist auch ein Spiel von Detailic. Ah, ist wunderschön, das Spiel. Und das ist natürlich das Zeichen von denen. So, wir können wechseln, ne? Ja. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal mit ihm wieder alles sammeln. Das ist Apokalypsur, mein zweitliebstes Stofftier nach Harvey. Oder auch leider nicht. Ist er stumm. Dafür beherrscht er die Gebärdensprache. Und er kann den Morsecode rülpsen. Na, supi. Apokalypsur bleibt heute im Regal. Er muss seinem Mutterschiff telepathisch Bericht erstatten. Ich möchte mal wissen, wie du da überhaupt hochkommst. Meine Gute. Wechseln wir erstmal zu Harvey vielleicht, hä? Oder? Dieser Schrank ist eine mottenfreie Zone. Hey! Ob es mit dem Schrank du musst was trinken! Ich muss was trinken, du hast vollkommen recht. Das ist Tagebuch? Das ist Tagebuch. Aber wie hieß denn das Spiel mit dem... Outer Worlds nicht. Ach, sich drauf. Ich habe getrunken. ich Lust auf Achterbahn hatte, ließ ich mich einfach von Edna in die Schmutzwäsche werfen. Ich weiß nicht, ob ich über Ednas schmutzige Wäsche reden will. Ach, schmutzige Wäsche ist immer geil. Nein, stopp. Aus. Nein. Nicht in diesen Nein. Ich meine... Da kommt... Nee. Komm, ich... Nein. Es ist zu. So habe ich das nicht gemeint. Kann das Fenster für mich öffnen? Ich meine einfach, wenn andere Leute sich streiten und sich über die schmutzige Wäsche quasi herziehen, gibt es ja dieses Sprichwort dazuzuhören. Ist immer sehr interessant, was dann rauskommt. Ich stehe nicht auf schmutzige Wäsche. Jedenfalls nicht auf meine. Nein, habe ich nicht gesagt. Oh Mann, ey. Schön. Da ist ja Ednas Tagebuch. Es ist nicht gerade das Gral-Tagebuch, doch es enthält viele wertvolle Erinnerungen. Ednas Tagebuch. Wir haben es endlich gefunden. Okay, wir können hier anscheinend nicht so viel machen. Ich drück mal ganz vorsichtig. Ja, wir haben echt nicht so viel, ne? Achso, die Tür hätten wir noch. Schon wieder eine von der Sorte. Okay, YouTube-Video freut sich. Was? Die Dinger sind überall. Nein, nein, nein. Okay, wir wechseln mal. Achso, nee, wir können jetzt mit ihr hier über die Sachen reden, ne? Hey, Edna, vielleicht hilft der Schrank uns weiter. Wenn du keinen richtigen Vorschlag hast, dann lass es doch einfach. Also ich verstehe jetzt gerade nicht, warum ich die ganzen Sachen durchklicken muss. Wir haben ja das Tagebuch. Ja, aber andererseits kriegt man doch Hintergrundinformationen, ne? Ich fühle mich so schmutzig. Du nimmst doch auf. Ja, ich nehme mich auf. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun, als mit dem Wäschetümmler zu fahren. Schade. Aber wer mich ein bisschen kennt, weiß doch, dass ich da immer Scherzchen mache. Warum nicht? Gib mir einfach das Kommando, dann erledige ich das. Andererseits, und wenn's so wäre, dass ich auf schmutzige Wäsche stehe, wäre das auch nicht verwerflich. Wir müssen durch diese Tür, Edna. Ach was, echt? So, was haben wir denn hier mit dem Tagebuch? Sieh doch, da liegt dein Tagebuch, Edna. Potznase, du hast recht. Dann lass mich schnell ran. Ich kann kaum erwarten, mein Gedächtnis aufzufrischen. Oh, Alex mag schmutzige Wäsche. Also, ich habe Fragen. Also, ich soll für einen Freund fragen, aber nicht, dass es auf einmal für die Wissenschaft ist. Oh Mann.
So, wir wechseln mal zu Edna. Wir gucken erstmal an. Da kommen schmutzige Kleidungsstücke und geheime Naschvorräte hinein. Ich komme hier aus dieser Schmutzwäsche-Debatte nicht raus. Aha, 1456 in Suborbital leicht kariös. Ah ja. Die kann ich beim besten Willen nicht mit mir herumschleppen. Sollst du ja auch nicht. Okay, hä? Können wir jetzt da rein? Korb? Also ich kann nur auf und zu machen, oder was? Ja komm, wir gehen zum Tagebuch. Ich glaube, naja, vielleicht die Tür noch. In den Rahmen habe ich Runen zum Schutz vor Gnollen eingeritzt. Offensichtlich wirken sie nicht. Sonst wäre Alfred auf der Schwelle zu Asche zerbröselt. Alfred, bist du noch da draußen? Edna hat Hausarrest! Edna hat Hausarrest! An manchen Tagen fühlte ich mich, als könnte ich die Welt aus den Angeln heben. Wir haben doch ein Feuerzeug, oder? Dieser Tag gehörte nicht dazu. Aber nicht in der Erinnerung. Schade. Hey, da ist ja schon mein Tagebuch. Na, das war mal einfach. Endlich werde ich mich wieder an alles erinnern können. Yippie. Na dann. Das habe ich vergessen zu lesen. Warte mal, wann war noch gleich dieser Mord, den mein Vater angeblich begangen haben soll? Der Pastor sagte etwas vom 3. August. Laut dem Tagebuch ist das heute. Du hast mich an den Tag des Mordes zurücktempomorpht. Ups. Nein, nein, das ist sogar sehr gut. Jetzt können wir aus erster Hand seine Unschuld feststellen. Wir müssen ihn nur finden und nicht mehr aus den Augen lassen. Lass uns sehen, dass wir hier rauskommen. Endlich können wir seine Unschuld beweisen. Oh. Alfred kommt in den Korb, ha? Auf der Rückseite gab es einst einen geheimen Durchgang in ein fernes Königreich. Ja. Ich habe ihn versiegelt, nachdem ich den Eispalast in Brand gesteckt hatte. Natürlich. Vollkommen unbeabsichtigt, natürlich. Mhm. Mal kurz nach Narnia abbiegen, ja? Hallo? Boogeyman? Seltsam. Er kommt immer nur nachts. Immer nur nachts. Aber er will nur Boogie tanzen. Nein. Nein? Alfred? Edna! Wie? Was habe ich denn da jetzt noch alles? Schrank, Fenster, Tagebuch? Was steht denn da jetzt eigentlich drin? Ich weiß genug. Ach so. Was hast du mir zu erzählen, Hort der Erinnerung? Ich weiß genug. Okay, ich glaube, das ist jetzt so ein Zwischenspiel zwischen Edna und ihr, ne? Edna und Harvey, so rum. Müssen wir jetzt mit Harvey sagen, geh mal in den Schrank oder so? Hey Edna, vielleicht hilft der Schrank uns weiter. Wenn du keinen richtigen Vorschlag hast, dann lass es doch einfach. Okay, vielleicht hilft uns der Korb weiter? Ich fühle mich so schmutzig. Keine Chance, Harvey. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun, als mit dem Wäschetümmler zu fahren. Schade. Okay, also gut. Wir können keine Fähigkeiten nutzen, ne? Was haben wir denn zur Auswahl? Wir haben das Fenster. Haben wir das jetzt aufgemacht? Moment, ich sehe nichts. Ist das Fenster jetzt auf? So viele Erinnerungen da draußen. Hallo Vergangenheit! Hast du mich vermisst? Das ist bereits meins. Achso, das war auf. Okay, das... Wir könnten... Also meine Idee wäre, dass wir Ekel Alfred quasi sagen, wir sind geflohen. Verstecken uns irgendwo und sperren ihn dann irgendwie ein. Das ist so meine Idee. Die Frage ist nur, wie kriegen wir das hin? Zu.
An manchen Tagen fühlte ich mich, als könnte dieser Tag gehören. Alfred? Edna? In den Rahmen habe ich Runen zum Schutz vor Gnollen eingeritzt. Offensichtlich wirken sie nicht. Sonst wäre Alfred auf der Schwelle zu Asche. Was sagst du zu dem Elefanten eigentlich? Der Elefant Apokalypso ist mein Rivale um die Gunst von Edna. Oh je. Hab ich den jetzt drin, die? Ich verstehe nicht, was Edna an dem Viech findet. Das ist ein Elefant und hat einen langen Rüssel. Was erwartest du denn? Hey Edna, du magst mich doch lieber als den doofen Elefanten, oder? Ich mag euch beide, Harvey. Schlechte Antwort. Ein interessantes Thema. Edna ist die größte. Wie geht's dir, Eddie Baby? Mir würde es besser gehen, wenn du mich nicht so nennst. Können wir jetzt vielleicht was mit dem Korb... Nee, Korb habe ich schon angeklickt, ne, mit ihr. Ich fühle mich so schmutzig. Keiner, wir haben schon. Ich kann ja mit ihm eigentlich nichts machen. Also, die Aktive ist sie. Die Frage ist nur, was? Wie können wir sagen... Apokalypso bleibt... Er muss sein... Hey, Apokalypso! Er sagt nein. Das ist ab... Leider dafür... Und er... Hey, Apokalypso! Er sagt... Sagt nein. Ja. Das stimmt so nicht ganz. Ich habe halt nicht so viele Punkte zum... Machen und Tun. Raus kann ich ja auch nicht. Da kommen schmutzige Kleidungsstücke und Ge- Sag A. Aha, 14,6. Die kann ich beim. Hallo? Zählt's immer noch? Nein. Hallo? Zählt immer noch? Auf der Rückseite gab es eins. Ich folg. Kann da aber auch nicht reinlaufen. Was habe ich von der Logik her schon wieder übersehen? Kann man ja auch nichts machen an der Tür. An manchen Tag dieser... Ja, das hatten wir schon alles. Was haben wir hier nochmal? Ich weiß genug. Ja, gut, dann... Was? Ich weiß genug. Tausche und gehe zum Fenster. Ach, als ob ich mit dem blöden Hasen da rauskomme. Sag mal, der Specht hat aber auch ganz andere Probleme, du. Spechte sind schon seltsame Vögel. So pedantisch. Vielleicht inspiriert Edna der Specht auf irgendeine Weise. Mhm. Der wachhabende Idiot. Er ist jetzt endgültig bei mir unten durch. Edna kennt viele passende Spitznamen für Alfred. In den meisten kommt Frosch oder Kröte drin vor. Ach was, das habe ich jetzt einfach nur ihn gebraucht, damit ich jetzt die Gesprächsoption krieg. Das ist jetzt der Gag gewesen. Erstmal der Specht. Hey Edna, warum machst du es nicht wie der Specht? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit zu erlangen? Oh, eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf gegen die Wand schlagen. Das finde ich eine viel bessere Idee. Aber dann landet auch was. Nein, das machen wir nicht. Ist Alfred nicht ein Oberkotzklumpen? Diese Gesichtsschleimhautreizung ist jetzt endgültig unten durch. Da
habe ich jetzt sehr viel gewonnen. Habe ich jetzt vielleicht Gesprächsoptionen mit ihm? Alfred, bist du noch da draußen? Edna hat Hausarrest! Edna hat Hausarrest! Ja, danke. Ja, ah. Bitte? Ja, bitte? Ja, bitte? Das ist neu. An manchen Tagen dieser in den Rahmen offensichtlich, sonst wäre... Lass das, okay? Ha, wieso können wir jetzt die Tür aufmachen? Was? In den Rahmen offensichtlich, sonst wäre... Alfred... Edna! Was? Wieso... An manche dieser... Ja, bitte? Ja, bitte? Warte. Ach, jetzt kann ich aber nicht wechseln. Hä? Wie habe ich denn geschafft, dass sie jetzt da reinkam? Moment. Ja, bitte? Ja, bitte? Ja, bitte? An manchen Tagen dieser Tage... Alfred, bist du... Edna, lass das, okay? Also meine Idee... Was habe ich denn jetzt davon? Ja, bitte? An manchen Tagen diese... Ja, bitte? Alfred... Wann kommt denn der da immer rein? In den Offensicht, sonst wir... Lass das, okay? Jetzt kann ich aber nichts machen. Der kommt nach 3 oder 4 Mal rein. Das Problem ist nur... Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Er kommt nicht raus. Sababu. Hä? Ist das okay? Was ist jetzt? Wieso kommt der jetzt auf einmal so rein? Weil ich da noch genug Zeit habe, ne? Warte mal. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Lass mich tauschen. Ach, komm schon. Ab wann kann ich ihn tauschen? Geh jetzt da rein. Was mache ich doch schon wieder falsch? Aber ist er nicht nach... nee, ich muss wieder... Stopp, aus. Nein, bleib am Fenster. Kommt der nicht nach 4 Mal? Ist der nicht immer gekommen? An manchen dies. Ja, bitte? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Alfred? Edna hat... Nein! Jetzt! Nein! Die ist doch gerade zurückgelaufen! Weil die Tür aufging. Dann nochmal, du hast mich gefoppt. In den Rahmen offensichtlich, sonst wäre... Lass das so... Nein! Okay, ich gut. Okay, wir schaffen das jetzt, ihn zu triggern. Das Problem ist nur, ich kann mit Häschen, kann ich zwar hier raus. Ach so, warte mal, Bock. Moment. Können wir irgendwie den Kakadu da oben für uns gewinnen? Hedna! Warum machst du es nicht wieder Specht? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit zu erlangen? Oh,
Eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf gegen die Wand schlagen. Aber dein Plan hat auch was. Ja, das haben wir schon hingekriegt. Hey Edna, vielleicht... Wenn du keinen richtigen... Lass das, okay? Was hast du jetzt für Beschwerden? Ach cool, Edna hat Hasenohren. Achso, warte mal. Die Dinger sind überall. Ja. Ja, bitte. Lass das, okay? Ich dachte, das sieht mich jetzt dahinter irgendwie nicht, aber gut, das macht er wohl auch nicht. Ich kann auch nicht in den blöden Schrank da rein, ne? Geht nicht. Kann nur zumachen. Nein. Die kann ich beim besten Willen nicht mit mir... Was habe ich denn gewonnen, wenn ich permanent an der Tür klopfe? Dann kommt er rein, okay. Ja, bitte? Ich kann auch noch was machen, aber... Ja, bitte? Komm mit, Harvey. Das ist so random gerade. Lass das so... Hey, wo ist sie hin? Ist sie etwa aus dem Fenster geklettert? Hey! Sehr gut. Am besten teilen wir uns auf, um Mathis zu finden. Ich suche im Obergeschoss. Du suchst unten. Und wenn ich ihn gefunden habe? Dann holst du mich natürlich. Klar. Ich hab das doch öfter schon so gemacht. Edna? Ja, Harvey? Was ist, wenn Mathis doch ein wahnsinniger Mörder ist? Sei nicht albern, Harvey. Mathis kann keiner Fliege was zuleide tun. War ja auch nur eine Frage. Ich wollte es Edna gegenüber nicht zugeben, aber ich habe ein wenig Angst. Ach was, ist nur ein Massenmörder, alles gut. Also, keine Ahnung, ich habe das öfters so geklickt, glaube ich. Wahrscheinlich habe ich das falsch gemacht, wie immer. So, okay, also gut. Wir können ja mit ihm nur gucken, ne? Edna sagt, ich soll hier unten suchen. Ach so, ja, Entschuldigung, habe ich nicht zugehört, es tut mir leid. Dann suchen wir unten. Alles schön sauber. Ich kann auch nur gucken. Das Gemälde hilft mir. Okay, hier ist er scheinbar nicht. Warte mal, kann ich hier rausgucken? Ist das Mathis dort draußen? Aha. Ja, weiß ich nicht. Ist das Mathis? Gut. Was? Was? Ah! Edna! Was gibt es denn, Harvey? Was? Es ist Mathis! Er kocht eine Suppe aus Kindern! Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich meine es so, wie ich es gesagt habe. Ich glaub, Harvey hat sich verguckt. Mathis ist doch der Mörder. Komm mit! Aber... Was ist los? Ich verstehe kein Wort. Aber er war hier. Er stand am Herd und... Hat Kinder gekocht? Merkst du nicht selbst, wie absurd das klingt? Ich muss mich irgendwie wohl geirrt haben. Ja, ich glaub's Such auch, mein Bruder. Einfach weiter. Was geht hier vor? Ich,
ich glaube, unser leicht fiktiver Freund hat Halluzinationen. Was ist bloß los mit mir? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Und doch kann ich es nicht gesehen haben. Habe ich? Vielleicht hast du ein falsches Kraut genascht? Die ist wie immer zu. Was zum Henker? What the fuck? Ah! Warte mal, das war doch die aus der Anstalt, oder? Die Peter so mochte. Die Toilettenmädchen. Diesmal bin ich mir sicher. Mattes verheizt Kinder im Ofen. Nein, tut er nicht, Harvey. Komm mit, ich beweise es dir. Das ist doch... Ja, ich glaub's auch irgendwie, ne? Geht es dir nicht gut, Harv? Langsam bist du derjenige, der mir Angst macht. Wie kann ich mich denn so irren? Aber Irina, hast du es mitgekriegt, was wir gefunden haben? Wir haben ein Feuerzeug gefunden. Edna hat jetzt ein Feuerzeug. Okay, so, wir gucken mal weiter. Edna sagt, ich soll hier unten suchen. Okay, wir gehen mal gucken, was er hier macht. Nichts. Ist das Matt? Da draußen ist nix. Ach, Mist. Ja, wir haben wirklich, ich muss so lachen. Okay, also hier unten können wir... Die ist wie immer... Was haben wir denn noch? Topf haben wir auch schon. Was ist bloß los? Ich weiß doch. Okay. Ach, Fenster. Ach, jetzt keine Zeit. Ich... Komm ich doch raus? Ach, da muss ich hinklicken. Gehst du mich kurz hoch? Na klar. Da war ich doch gerade drüber. Harvey? Wie wär's, wenn du nicht mehr guckst? Was ist denn jetzt schon wieder? Ich weiß es doch nicht. Es war wieder Mattes. Na komm schon, wir gucken uns das gemeinsam an. Siehst du, hier ist nichts. Ich denke, wir blasen die ganze Sache lieber ab. Es war ein anstrengender Tag. Ich kann mich morgen immer noch erinnern. Und dir scheint das Tempomorphen nicht gut zu bekommen. Nein, es geht schon wieder. Starten wir noch einen Versuch. Ja, okay. What? Harvey, ich glaube, du bist gerade völlig durch. Edna, hilf mir! Ich fantasiere! Was hast du diesmal gesehen? Ich sah Mattes. Und den Leibhaftigen. Und sie... Warte mal gerade. Hä? Meine Ex war gar nicht da drin. Da ist ja tatsächlich wer auf der Veranda. Bleib du hier. Ich sehe mir die Sache an. Ich finde, die beiden sind ein hübsches Paar. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben. Ihre Tochter und mein Sohn. Da müsste man ja erst einmal ihre Aufsässigkeit abtrainieren. Edna ist respektlos und widerspenstig. Aber sind Sie nicht dabei, einen Durchbruch auf dem Bereich der... Wie nennen Sie es gleich? Charakterkorrektur. Das ist genau das, was Ihrer Tochter fehlt. Dann sehe ich vielleicht doch noch einen Weg wie... Entschuldigen Sie mich einen Augenblick? Was soll das, Edna? Du weißt genau, dass du auf deinem Zimmer bleiben sollst. Ja schon, aber... Nichts aber. Der Doktor hat ganz recht. Du bräuchtest dringend so eine Charakterkorrektur. Bitte nicht, Papa. Ich will keine. Wir reden später. Jetzt gehst du erst einmal zurück auf dein Zimmer. Ich bin ganz schön sauer, junges Fräulein. Wie kann man als Vater sowas zustimmen? Ach ja. Und sei auch netter zu Alfred, verstanden? Netter zu Alfred? Ha, dass ich nicht lache. Sei ruhig, Harvey. Immerhin bist du schuld daran. Was? Was sollten überhaupt diese ganzen Lügengeschichten?
Ich habe darüber nachgedacht. Und eigentlich ist die Sache ganz simpel. Ich kann gar nichts dafür. Ich bin immerhin nur eine Projektion deiner Fantasie. Das stimmt. Was wunderst du dich, wenn ich hier und da ein wenig ungenau bin? Gerade wenn es um Beobachtungen geht, bei denen du gar nicht dabei warst. Ungenau ist etwas anderes als vollkommen absurd ausgedacht. Bist du mir jetzt böse? Ach, Harvey. Dir kann man doch gar nicht böse sein. Du bist aber auch ein knuffeliges Häschen. Wie groß ist eigentlich Alfred? Na warte! Er soll mich loslassen! Alfred, was tust du? Gib mir Harvey zurück! Das hättest du wohl gern. Bitte, Alfred, es tut mir leid. Ich hab mir vorgenommen, in Zukunft netter zu dir zu sein. Tu nicht so. Es tut dir kein bisschen leid, du Monster. Du bist total wahnsinnig. Nicht nur, dass du versuchst, mich mit Eidechsen umzubringen. Du sprichst auch noch mit diesem Stoffhasen. Da staunst du, was? Ich habe in deinem Tagebuch gelesen. Harvey hier, Harvey da. Und Alfred ist immer die dumme Kröte, nicht wahr? Aber das wird aufhören. Ich sage alles, Papa. Und dann werden sie dir den blöden Hasen wegnehmen. Vielleicht sperren sie dich dann auch in Papas Anstalt zu den anderen Irren. Da gehörst du nämlich hin. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Nicht, Alfred! Bitte! Hilf mir, Edna! Er tut mir weh! Was soll ich denn bloß tun? Schubs ihn! Was? Was? Nein! Schubs ihn einfach! Nein! Schubs ihn die Treppe Nein. runter! Nein, mach's nicht! Mach's nicht! Mach's einfach nicht! Oh, fuck. Oh nein, jetzt erinnere ich mich an alles. Ich habe Alfred getötet. Es geschah im Affekt. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er mir Harvey wegnimmt. Oh nein, jetzt kommt er auch noch. Du bist es gewesen. Du hast meinen Sohn getötet. Dein Vater hat die Schuld auf sich genommen, um dich zu schützen. Ich musste ihm versprechen, mich um dich zu kümmern. Aber ich sah nur einen Weg, um dies zu tun. Ich wollte dich wie ein weißes Blatt Papier neu erschaffen. All deine Verrücktheiten tilgen. Ich stand oft kurz davor. Aber jedes Mal fandest du einen Weg zurück in deine Erinnerung. Jetzt endlich weiß ich, wie ich vorgehen muss. Dein Stofftier Harvey. Er ist der Anker, der dich an deine Vergangenheit kettet. Wenn du ihn zerstörst, dann kannst du endlich wieder ohne Schuld und in Frieden leben. Hör nicht auf ihn! Er wird alles zerstören, was dich ausmacht. All deine Kreativität, all dein Spaß. Sieh doch, er steht genau an der Stelle, an der sein Sohn damals stand. Nur ein kleiner Schubs und die sind endlich frei. Er ist der Einzige, der von unserer Schuld weiß. Oh nein. Oh Gott. Was soll ich denn bloß tun? Bitte lass es mich nicht in... Nein. Okay. Ich werde nicht auf den Doktor hören. Ich werde auf Harvey hören, weil, aus folgendem Grund, sie ist ja eigentlich grundsätzlich gar nicht böse. Sie ist einfach nur ein aufgewecktes, mit sehr viel Fantasie, Kreativität und, ist halt ein aufgewecktes Mädel, ne? Was aber jedes Mal versucht wird, in diese scheiß Welt reinzudrücken, die halt nur auf Normen und entweder bist du so wie alle oder du bist scheiße basiert. Und ich unterstütze sowas nicht. Gesundes Chaos, gesunde Kreativität gehört einfach dazu. Und dieser Doktor ist ja wohl das Allergrößte. Ich meine, ja, es war nicht gut, dass geschubst ist, aber es waren Kinder. Es sind immer noch Kinder. Und er möchte die jetzt komplett psychisch killen? Nee. Das wird nicht unterstützt. Das kannst du sowas von vergessen. Die hat jedes Mal hat die Stromstöße gekriegt und wurde quasi ihr... Keine Ahnung, ihr Gedächtnisbereich im Gehirn gelöscht oder auch anzerstört, kann man so sagen. Und nee. Ich unterstütze jede Art von Kreativität. Und ganz ehrlich, sie war schon immer Psycho. Also ein bisschen, also krank ist es schon auf jeden Fall, weil
man muss auch bedenken, was für Spiele sie mit Alfred gemacht hat. Sie mit, wir springen in den Blätterhaufen und da sind spitze Steine drin, die Verfolgung mit dem Rasenmäher, also die ist auch nicht ganz koscher, ne? Keine Frage. Aber es ist immer noch ein Kind. Es war immer noch ein Kind. Man kann auch das kann es auch erziehen, beziehungsweise Hilfe leisten. Aber das, was der macht, das ist zu viel. Was kommt als nächstes? Wollen wir dann über den Nasenflügel durchs Gehirn stechen? Das, was die Lobotomie, was sie damals noch gemacht haben? Ist es dann das nächste Thema? Nee. Ich höre auf Harvey. Sorry, aber ich bin jetzt kein Freund von der Gewalt, aber ich finde gerade keinen anderen Ausweg. Wenn wir das machen, dann sind wir nicht mehr wir und das ist das Schlimmste, in einen Körper zu stecken, der du nicht bist. Nee. Das sieht aber auch nicht gut aus. Edna kehrte in die Anstalt zurück. Die Polizei hat wochenlang nach dem verwirrten Mädchen gesucht. Die Suche wurde aufgegeben, nachdem die Überreste eines blauen Stofftiers im Meer gefunden wurden. Der Schlüsselmeister wurde ebenfalls nie gefunden. Oh, ich habe nicht gespeichert. Ich hätte das andere Ende machen können. Modi kehrt allein in die Anstalt zurück. Nach 2 Wochen ohne Hodi wurde er für geistig gesund erklärt und entlassen. Überglücklich nahm er seinen Job als Bankangestellter an. Es war zu schnell. Beb musste auf seinen Weg zurück in die Anstalt dringend auf die Toilette. Auf seiner Raststätte traf er die Liebe seines Lebens und brannte mit ihr durch. Hoppala. Der Spieler fand nie heraus, was ihn da erwischt hatte. Ende. Ich hab nicht gespeichert, ne? Was ist denn das andere Ende? Fuck, ich hab nicht gespeichert, ich Idiot. Ah, das ärgert mich. Wir hätten das andere Ende auch mal gucken können. Ah, Tinderland, was hast du gemacht? Oh, shit. Ich wollte das nicht abbrechen. Ah, das ist gut, wir können nochmal machen. Dasselbe wie du, okay. Wir machen mal das andere Ende. Der hat da gespeichert. Ah! Edna, hilf mir! Was hast du? Warte, da ist bleib. Wir spulen mal kurz vor, ne? Wir machen mal das andere Ende. Ich bin auch neugierig, was das andere Edna? Ende ist. Du weißt genau, dass du auf deine. Ja, nicht wie jetzt. Ach ja. Das ist aber auch alles jetzt gerade so ein Selbstläufer, ne? Du kannst auch gar nicht unterbrechen. Ich hätte gar nicht speichern können. Na was? Das will ich tun. Hörst du nicht? Sorry, ich spul gerade mal kurz vor, ne? Nicht Alfred! Was? Schubs ihn. Was? Schub. Ja. Bin sehr gespannt, was wir mit dem anderen Ende erreichen. Kann ich jetzt speichern? Nee. Oh nein. Konnte gar nicht speichern. Sieh doch nur. So. Also höre auf Dr. Marcel. Edna kehrte in die Anstalt zurück und wurde eine charakterliche Korrektur unterzogen. Ihr neuer Name, Alfredine. Oh Gott, ihr liebstes Hobby, dir Abwasch machen und Akten sortieren. Alles klar, das andere Ende war besser. Dr. Marcel gab seine Karriere auf und kaufte sich ein Hausboot. Er wurde der bisher älteste Olympiateilnehmer, der eine Goldmedaille im professionellen Fischerei gewann. Uti ging nicht zurück zur Anstalt, er wurde ein professioneller Bankräuber. Als er aus Versehen einen Bankangestellten erschoss, ergab er sich und wurde festgenommen. Alu wurde letztendlich vom Blitz getroffen und verwandelte sich in ein Energiewesen. Okay. Das ist aber was Gutes. Ein was Gutes irgendwie. Der Spieler fand nie heraus, was ihn da erwischt hatte. Ja. Also die Frage, ne? Was war denn jetzt besser, guter? Ich habe keine Ahnung.
Wir werden sehen. Tja. Ich glaube, unsere Entscheidung, den Doktor anderweitig zu umzustimmen, dass wir das nicht machen möchten, hat wohl, war glaube ich, die bessere. Also, nee. Also, das ist das Schlimmste, was es gibt, einen Menschen wirklich umzubiegen mit Gewalt und ihn dann. Nee. Was ist denn jetzt? Was passiert denn nun? Sehr leise. Oh, ist schön. Das ist schön. Will man gar nicht reinquatschen. Na, das war's. Okay, wir sind raus. Na gut, meine Lieben. Also, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr cool. Ich denke, wir werden das andere uns auch sehr zeitnah angucken. Also ich plane mal, also auf YouTube sage ich schon mal Tschüssikowski, ne? Bis zum nächsten Projekt. Edna ist erfolgreich aus, ein und hat viel verbrochen. Wir haben es geschafft. Ich bin gespannt. Wir werden uns zeitnah dann habe es neue Augen von ihm, denke ich.